Hallo in 2014. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber ich habe so ein bisschen Fernweh, Sehnsucht nach Wärme und so weiter. Kennt ihr sicherlich auch. Und ich kenne sicherlich auch diese Weine, die ihr vielleicht noch zu Hause habt vom letzten Urlaub. Im Urlaub oder in diesem Ort, wo ihr wart, hat ja super geschmeckt. Zu Hause leider eine Enttäuschung. Das Ganze hat einen Namen, das ist der Toskana-Effekt. Aber ich habe Gott sei Dank einen Wein gefunden, der mich so ein bisschen an diese Zeit erinnert. Ich habe lange in London gewohnt und wir sind dann mit dem Eurostar oft nach Paris gefahren und haben uns in ein Bistro gesetzt und Plat du jour gegessen und irgendwie Wein aus dem Wasserglas getrunken. Mich bewegt gerade so diese Sehnsucht und ich habe Gott sei Dank hier einen Wein gefunden. Le Coq Rouge von Sacha Lichine, der mir dieses Paris-Feeling hier nach Hamburg holt. Sacha Lichine hat ein Weingut oder hatte ein Weingut, Prio Lichine, in Margaux. Und eigentlich ist es so, wenn du in Bordeaux ein Weingut besitzt, dann hast du eigentlich ausgesorgt. Also eigentlich hast du es gar nicht mehr nötig, irgendwas Neues zu machen. Sacha Lichine ist sehr umtriebig, wollte aber irgendwie andere Sachen machen, auch Sachen, die leichter sind. Er hat zum Beispiel Whispering Angel in der Provence, das ist ein Rosé-Weingut, und er macht diese Coq Rouge. Es ist ein Paydock, also ein quasi Landwein, weil er holt sich Trauben von überall her aus Südfrankreich. Er will sich nicht auf eine Region beschränken. Er guckt so, was er bekommt. Und und deswegen ist dieser Wein nur Paydock. Aber es ist genau das, was wir gerade brauchen. Es ist ein Wein, der seine Leichtigkeit, sein Urlaubsfeeling wiederbringt. Allein im Geruch schon. Das ist wirklich so ein Bistro Franzosen, leicht, würzig, mediterran. Er hat so einen Olivenduft, ganz viel Sauerkirsch, ganz viel Himbeer, ganz viel Erdbeer. Also eine schöne Fruchtigkeit mit so einem mediterranen Touch. Auch vom Geschmack. Super fruchtig, schön trocken, ganz feine Tannine, ganz seidig. Und hat dieses, so grünen Olivengeschmack, einen tollen Nachgeschmack. Das ist einfach ein Wein, der einem so diese Leichtigkeit vermittelt. Er ist nicht leicht, er ist so, mittelschwer, hat auf jeden Fall Dampf und Wumms, schmeckt nach Rotwein, ist sehr ordentlich gemacht. Aus diesem Glas macht es am meisten Spaß und es ist ein Wein, der euch vielleicht so ein bisschen über diese kalte Jahreszeit, über dieses trübselige, vielleicht habt ihr das Gefühl auch, was ich gerade habe, diese Sehnsucht nach Südfrankreich, wollt einfach eine gute Zeit haben. Macht euch ein gutes Mittagessen, trinkt ein Glas Wein, Coq Rouge und lasst uns auf den Sommer warten.